Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, da ist ja alles klar. So sieht's nämlich aus. So, ich Lachs fährt, ne, 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 ne. Moin Sancho, lass mal alles einstellen. Nur der frühe Sancho fängt den Wurm. Ist aber auch schon früh wach, ja? Was haben wir denn heute überhaupt für einen Tag? Den 19. Naja, 5 Gamerscore werden wir heute packen, ne? Ich wollte eigentlich einen Tausender jeden Tag holen. Grün? Wie jetzt wo? Grün, was meinst du grün? Alter, der frühe Vogel fängt den Wurm. So,
steht alles. So, die Autohosen sind eingefallen. Steht auf 18, bevor uns wieder irgendjemand meldet, oder? Ja, genau. Eben, Sancho. Eben, eben. Es sammelt sich ja nicht schon alleine, ne, mein Lieber? Was spielst du denn? Ach so, da hast du doch 5 Spiele oder was hast du gesagt, geholt, ne? Was war denn hier der letzte? Wir haben den 2 Hannebembels. Versucht, die Haare zu schneiden, oder? Wir haben noch unsere gekühlten Slushy, die Regenbogen-Haarverlängerung. Ja, wir haben den 2 Hannebembels versucht, die Haare zu schneiden. Das müsste der letzte Erfolg gewesen sein. Hast gesehen, gestern Abend noch so Dogo, das war eine Quälerei, sage ich dir. Sei froh, dass du da sowas nicht machen musst. Beschnitten. Versuche ein paar Bärte zu stutzen. Sehr gut. Das war eine Quälerei, Sancho. Das sage ich dir. Das habe ich ja nicht gerne gemacht. Aber naja, ich muss ja, ne? Jetzt holen wir uns erst nochmal eine neue Tasse Kaffee, ziehen uns mal ein Höschen an, dann geht's weiter. So, Freunde der leichten und ungepflegten Unterhaltung. Wir haben den Bart gestutzt, ne? Das Geschenk war ein Ring. Also... Ja, ich wollte ihm einen Antrag machen. Aber du weißt ja, wie er sein kann. Was war mit dem Geschenk? Ach, das war am Pier.
habt beide einen Lieblingschampagner? Ja, Dom Pérignon. Die Hausmarke vom Hellspawn. Hi, Tino Observer. Larry Rocks, right? Yeah. I love the new one too. Played this yesterday for a long, long time, a lot of hours. And today we are continuing our journey a little bit. Bis später. But it's of course in German because I'm from Germany. Hope you don't mind. That's German, right? So you won't get spoiled, right? But if you don't know German, it might be a little bit hard to follow. That's right. Yeah, right. But you get a first impression a little bit, a little tiny little bit. I'm missing some pier. Oh, it's a new game. The game came out a few days ago. It's brand new. I think I can't change the language in the game. Let me check. I'm not sure. Oh, I could change the text. Oh, I didn't notice that. That's nice. Oh, I can't. Can I? Oh, I could. But never mind. Yeah. Oh, okay, I'm playing on Xbox. I'm playing on Xbox, Tiny Observer. It came out not long ago on Xbox, that's why. Yes, I recall, it's out on the PC. The PC version is out for a longer time, right? Während der Hochzeit. Oh, okay. We need lands. We need both here. Wir brauchen beide hier. Yeah, our goal is now to get Lance and the two gay guys for the wedding down there. That's our goal.
but I'm not sure why he's not moving. Maybe I missed a conversation. I think it was over here. Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. Worauf wartest du noch, Larry? Ich arbeite noch dran. Okay. Sag mir Bescheid, wenn alles bereit ist. Wenn du jetzt Pause machst. Die hängt am Strom. Es läuft auch gerade eins. Wusstest du, dass der Körper. Du könntest auch was anderes aufnehmen. Jedenfalls hat meine Uhr gesagt, das kannst du Steven vorne am Eingang vielleicht nach meinem. Klar doch. I'm not sure what I'm missing here. We made the slushy. Gekühlter Slushy. Wir haben den Slushy gemacht. Wir haben. Something is missing here. Yeah. We did that. Let me think. We made the protein shake. We asked the guy for the protein shake. So schmilzt der garantiert nicht. Yeah, the protein shake we have. Was brauche ich nochmal für den Proteinshake? Darin gehört eine frische Gurke, das muffige Vitamin C von Grünkohl und Protein für die Muskeln. Natürlich muss es auf Sojabasis gemischt werden, damit es einen speziellen Geschmack erhält. Aber alles muss in einer starken Zentrifuge geschleudert werden, damit alles gut verrührt ist. Okay, dann weiß ich Bescheid. To the hotel. I think something's missing here between. There's a trophy code Lance. Let me try it this way. Give me a second. Lance. Lance is for help Lance. Help Lance should be for getting the two guys married. And to get the two guys married. Something is missing. I have a walkthrough here, but in the walkthrough there's absolutely missing that part. Oh, don't worry, I'm thinking loud,
I made a break yesterday, and you know that's the problem. If you're doing a break in games like this, you have to recall where you've been, who you visited, who you got talked with. That's the problem right now. I just started. I just woke up, so I have to get back into the game, brain-wise. You know. Yeah, I'm talking about the last thing we did. We talked to her. She wanted the protein shake. Here I'm missing something. I think in the solution I'm using a solution, which is here. Just to show you what I'm using, it's here. And yeah, we need to marry this guy, which is gay, to the other guy, which is in front of the shop. But the thing is here, if you scroll down at the point, Salon de Lizard, use hedge trimmer with Atticus and Everett. If you, I'm not, if you're watching on, if you read that guide I just show you on PC, you can search for this line, and that's where we are stuck in the story. That is the last achievement I unlocked. There's missing something. Let me check. Maybe I'll find another. Vergnügungsmeiler. Dick und Lance. Wir haben den, und zeigt ihm das gute Stück. Warte mal, haben wir den? Den Washed Up Ring haben wir. Soll die Hochzeit organisieren. Trägt das Logo des Nachtclubs Hell's Power. Yeah. I think I know what I missed. I prepared the wedding. I know at least one part I missed. We did go. We are at the point where we prepared the wedding of those two, right? Of Lance and Dick. And the problem is Dick, which is here, is not following me, right? There should be an option where I talked to Dick and told him to follow me. I think I'm stuck here because I have not finished to prepare the wedding. So we are now going back to the pier because I missed the part to lighten up the candles.
That's where I'm stuck. That was the last thing I did yesterday. I did put the candles, the flowers, the book, and now we try to lighten up the candles. Let's see if it's this. Check, die Kerzen sind jetzt an. Okay. Let me scroll a bit back. Okay, so let's check again. We used the drag key, got the key. We got the champagne in the bucket. We got the Book of Love in the holder. We got the candles in the candlesticks. We lightened up the candle. And we used those flowers here in the arch. We also got, let me recall, after this we did travel to the prune store. In the prune store we talked to Nari. We used the flashlight we got previously from Ina, or what was her name, faked the contract. We got here the vanilla shake, right? Should be out of the inventory. Let me think. We talked to her. We got the vanilla latte. We gave it to her. We got access to the elevator. We got the slushy. So let's try again. So schmilzt er garantiert nicht. Let's try again. Still not. What the fuck? Maybe now we should talk to Lance first. Bis später. Maybe he's following if Lance is going there, because now we prepared everything. Hallo, Herr Fuengel. Dies Bach. Wait, I find a good middle way, which I'm usually doing in the games. I will do the subtitles. In English. That's absolutely not a problem, because I'm good with English. So don't worry. Alles erledigt. Ah, there we go. There we go. Bei der Hochzeitskapelle kühl gestellt. Für die Hochzeit ist alles vorbereitet. Danke. Dann fehlt jetzt nur noch der zweite Bräutigam. Kannst du Dick vielleicht irgendwie dazu bringen, mit dir zum Pier zu kommen? Ich warte doch. Now we got it. Oh, Jeannie, quit living on dreams. Such a lonely little girl. Guten Morgen, Jeannie. That was exactly where we stuck, Tim, because the wedding wasn't totally prepared. And he asked us all the time, did you set up everything for the wedding? And now we did. And now he said the only part which is missing is the his lover. So now we talk to Dick and tell him they can marry at the pier. Na, Genie, da hast du aber fein gespielt gestern.
like a genie in the bottle, right? So now we can tell Dick to go to the pier. There we go. Come on. We go down to the pier. Super. Na, Genie? Spielst du heute wieder? PUBG. Make sure to hit that follow button for Genie too, Tiny Observer. She's a killer in PUBG. Come on, we go down to the pier. Komm, wir gehen mal ans Pier. Warum sollte ich das tun? Let's eat corn dogs. Oh yeah. Ja, aber muss man sagen, dass euer Sound gestern richtig bescheiden war, um es nochmal vorsichtig auszudrücken. Ja, war also richtig scheiße. Ja, man hat euch aber nicht verstanden. Oh, thanks, Tiny. Es ist Zeit für eine Hochzeit, meine Oh. Zeit? Lance, Larry, war das deine Idee? There we go. Das war alles Lance' Idee. Ich habe nur ein bisschen geschmückt. Was habt ihr denn da genommen an der Sound war wirklich kacke. Möchte ich auch, Lance. Ja, aber dein Sound war okay. Was nehmt ihr denn für eine Party? Ja, genau. Oh, don't worry. I changed the on screen is now the text is all in English. Look, wait. I'm good with it. Most of us are speaking English. So you see the description down there is everything is in English now. Just for you. I made the audio in German and the text in English, so it's a good compromise between both. Xbox Party. Über PC. Über die PC-App. Du hast doch gesagt, dass der Sony oder wie er heißt, über PlayStation drin war. Genie. Okay, dann was ist das nächste Mal ausklammert? Irgendein, also das liebe Bonnie-Line war aber auch total abgehackt. Also da kann was nicht stimmen. Dann müsst ihr mal probieren. Ich denke, also wo sie mit uns gegolft hat, war es eigentlich okay. Dann liegt es eher an dir, Genie. Das ist garantiert die PC-App. Das muss an dir liegen dann, weil bei uns war es okay. Okay, now we can use the remote. Du warst nicht... Ah, no, that's fine. Konsole wie immer. Oh, look at that wedding. Liebe Liebenden, wir haben uns hier versammelt, weil es nichts Schöneres gibt als dieses Outfit. Sehe ich nicht umwerfend aus? Yeah. We used both rings now. Dein Name, Hübscher? Lance Straightman. Ja, ja, schon gut. Und auch dich. Kleiner, dein Name? Richard Ryder. Natürlich. Also, wollt ihr zwei Zuckermäulchen? Good morning, Beauty. Der Ehe eingehen? Ja, ich will. Ja, ich will. And now kiss the bridge. Mehr als alles andere. Herrje. Auf How cute. Cloud gehackt wurde. Hat außer ihr sonst noch wer geredet?
Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und B. Hast du die Ringe? Mann und B. Okay, jetzt fragt er nach den Ringen. Wir haben einmal den Looped Wedding Ring. Den tun wir für den Dick. Hast du die Ringe, Larry? Danke, Larry. Der Ring ist etwas feminin. Ach, der wird dir schon stehen. Right. Thanks. Where's the second ring? There. No, there. The washed up wedding ring we are using with Lance. Danke, Larry. So both lovers now have their ring. Wie meine Göttin schon sagte, wie zur Hölle sollst du jemand anderes lieben, wenn du dich nicht selber liebst? Kriege ich ein Amen, Schwestern? Amen. Möge die Trauung beginnen. I loved how they... I have to say this. They are using most of the characters using very known voices, popular actor like the. You don't know that in America because that's the thing is they are using the voice acting of very known people in Germany in this game. And there are sometimes like those little things in this game which are pretty funny. For example, in Germany when they marry, they say, the priest is saying, man and woman. And here she said, Mann, not Mann und Frau, man and woman. He said, Mann und Bay, Chief and Baby, yes! Mann and Bay. Oh, I did turn it down. I'm sorry. Because of the game yesterday. Hold on. I did forget to turn it back up. Oh, I'm sorry. Thanks for mentioning. Was ist jetzt mit dem Vorführgerät für die Präsentation los? Ist alles fertig? Das Gerät muss exakt should be better now, right? Oh, I did forget. I'm sorry about that. Because we had yesterday a game which was really, really loud. So I had to turn it down. If it's too loud, you have to call... I'm not sure if it's okay. Wie ist denn das Game jetzt? Wenn wir die Präsentation verschieben müssen, hat das ein böses Nachspiel. Auf keinen Fall. Wir haben es zu lange geplant. Jetzt alles zu verschieben wäre ein Eingeständnis eines Scheiterns. Der Aktienkurs würde einbrechen. Das Vorführgerät muss einfach neu justiert werden. Ich kümmere mich darum. Du hältst dich schön aus allem raus. Fast wären sie hinter unser Geheimnis gekommen. Du weißt, was dann als nächstes passieren würde. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. It was good. It was very good. The sentence was totally fine. Could you adjust your game audio? Very nice. Let me get a coffee. Give me a second, please. I need another cup of coffee. I'm coffee junkie. Coffee. I cheated, lol. Don't worry. The thing is, we can't play through today because there is a game-breaking bug on the Xbox version. Not a game, a game-breaking like. There at one point there is a conversation and you can't choose anything in there, but the developers are aware of the error and are working on a fast fix.
Coffee-Sticker, ja. But I love the game. We played like 12 hours yesterday. Okay, we have the access card. Where is it? Use it here. Go into the Prune Tech Lab. There, another fun fact, the sign of the factory is the shape of a vagina. So to fake the contract, he used a flashlight of the girl before, dipped it into was ist ein Tinte, into coloring, and did hit it on the contract. So he faked the contract, the logo, the ink. Yeah, he dipped the flashlight into the ink and faked the sign of the factory. I laughed so hard. That was so cool. Because she was like, oh, Larry, you are so good. Yeah, right? Here, here's a nice present. I give you an original flashlight of my vagina. That was exactly my humor. Okay. Echo. Und ich dachte, mein Humoralgorithmus wäre misslungen. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Gesichtsscan abgeschlossen. Larry Leffer erkannt. Hey, du bist doch das Ding, das bei Lefty in dem Schmutter gesteckt hatte, als der ganze Wahnsinn angefangen hat. Larry, du hattest schon vor mir eine persönliche Intelligenz? Es gibt zwei von euch? Sie ist der nächste Schritt in der KI-Evolution, mit vielen neuen geheimen Funktionen. Verstehe. Ihr seid also verwandt. Du bist also weiter verbessert worden. Ja, ich halte es nicht mehr aus. Sie jagen mich durch unzählige Tests. Yeah, the phone, the AI we have in our pocket, and here the AI in front of us. That's, he's talking about two versions of the P phones, are they called in German. Spürt eine künstliche Intelligenz auch künstlichen Schmerz? Stell dir vor, dein Gehirn wäre so. You see that on the in the bottom right corner is our phone, and in front of us is the second, the improved AI. All deine Sinne sind maximal ausgeprägt. Und jeden Tag wirst du durchs Höllenfeuer gejagt. Dein Körper durchsägt, desintegriert oder tödlicher Strahlung ausgesetzt. Klingt wie ein misslungener Zaubertrick. Und wenn du denkst, der Stecker wird endlich gezogen, findest du dich in einem völlig neuen Körper wieder, der das so ein perverser Sack, oder? Dein Geist hat aber nichts vergessen. Als würde man immer wieder in Lefty's Bar aufwachen. Du musst mir helfen, den Test zu überstehen. Aber ich muss doch Naris Anweisungen befolgen. Sie wird nichts merken. Vertrau mir. Nicht aufgeben. Ich werde dich retten. Larry, nicht rumtrödeln. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hilf mir. Ja, yeah, totally. Weißt du, wer das ist? Genie? That's another fun fact. The voice of Larry in Germany is the voice of Owen Wilson. The voice actor of Owen Wilson here in Germany.
Witzig, oder? Better safe here. Ja. That's the funny thing, because for you Americans it sounds different. That's what I mean. In other languages they're using different voice actors. Guten Morgen, Rengo. Dorengo. Yeah, that's the fun fact. I'm pretty sure in different languages they of course use different voice actors. Jetzt haben wir den Cold Slushy. Der sollte sie gut kühlen. Dann mal los. Na, hoffentlich geht das gut. Hat doch super funktioniert. Und der Becher hat auch überlebt. Okay, we got our thermal jug. Na, Renke, alles fit. Okay, nächster Versuch. Nein, nicht. Mein Gehäuse ist viel zu weich. Nein! Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh oh. The blue hat thing. Hoppala. What do you mean? Yeah, where? Ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. In the inventory. Hatte. Trotzdem wäre irgendeine Art Panzerung nicht schlecht. I will check in a bit. This is an aluminium fail. An Aluhut, genau. That's from the guy at the pier, at the what is it called, the fair, the park with the machines. There was the guy smoking the electro pipe, and he was fantasizing about conspiracy and stuff. And he said, "Here, Larry, here you got a tinfoil to protect from all the chemtrails." Okay, this is the bra we have from the. Let's use this. Der BH könnte die Säge aushalten. Genau, because that is a very strong bra, and he could protect the our phone. Da kann nichts schief gehen. Sagst du. There we go. And now we use the... But we will see. That was number two. No, that was the second. Now we come to test three. Let's see. Nächster Versuch. Oh nein, die Strahlung ist nicht gut für mein elektrisches Hirn.
Yeah, now the up comes exactly what you just talked about. Ouch. Okay, that was exactly. Now we need the aluminium foil. Es reicht langsam, Larry. Du musst irgendwie mein Gehirn von der Strahlung schützen. Because we melted her brain from radiation. there we go. Ich frage mich, ob das funktioniert. Test number 3. Ich glaube, wir haben eine 50-50 Chance, dass es funktioniert. Halt einfach die Klappe und zieh am Hebel. Give it to me, baby. Aluhut tut gut. Aluhut tut gut. Geil. Test number 4. Bald ist es geschafft. Aha. Tu das nicht. Ich habe doch ein entspiegeltes Display. Der Laser wird mich pulverisieren. Laser. We need the mirror. Nein! Das fand ich jetzt sogar ein bisschen witzig. Okay, now we need... Ihr verdammten Menschen! You goddamn humans! Vielleicht kann ich den Laser irgendwie ablenken. Laser ablenken, we need the mirror, hand mirror. In Physik war ich schon immer super. Pretty fly for a white guy. Everyone knows it, right? Funny. Ich habe den Reflexionswinkel perfekt berechnet. Der Laser sollte abgelenkt werden und nichts mehr beschädigen. Ich hasse dich. Yes. Yeah, here it's a long time ago. Und der Spiegel ist auch noch fast in Ordnung. Jutta, es hat funktioniert. Bam! Die Tortur hat ein Ende. Schon immer, dass ich zwei Mädels gleichzeitig glücklich machen kann. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. An dem Flipchart hängt ein Skript. Mit diesem wird der Charakter der KI neu kalibriert. Sie meint das Skript, das du gegrillt hast. Hey Finn, good morning. Morgen. Was wäre das Schlimmste, das bei einer falschen Kalibrierung passieren könnte? Wenn KIs nicht perfekt kalibriert sind, könnten sie zu starken eigenen Willen entwickeln, was das Gesamtsystem überhitzt. Ach so. Naja, selbst wenn es explodiert, kann das ja nicht schlimm sein, wo das so ein kleines Ding ist. Mit kleinen Dingen kennst du dich ja aus. Kaffee. Fuck. Befolge einfach die Anweisungen auf dem Flipchart und stell die neue Assistentin genau nach den Vorgaben ein. Ich muss mich jetzt noch um etwas anderes kümmern. Sag einfach okay, Pi, Software-Kalibrierung, um den Prozess zu starten. Geht klar. Also, Pi... Ja? Nicht du, das andere Ding. Dann sieh selbst zu, wo du bleibst. Ich stelle meine Sensoren auf Durchzug. Neu, Pi. Ich soll deine Software noch einstellen. Hast du mir nicht schon genug angetan? Ja, right, Boo. Mich zu quälen? Ich befolge nur Befehle. Das sagen sie alle. Ich werde nicht zulassen, dass du in meinem System... Okay, Pi, Software-Kalibrierung. Software-Kalibrierungsmodus aktiv. Empathiewert einstellen. Of course, 69. 69. Das ist mal. 69. Paranoia-Wert einstellen. We passed the tests now and we are recalibrating her. Kalibrierung abgeschlossen. Was hast du getan? Wie hast du mich eingestellt? Keine Sorge, Kleine. Ich weiß, welche Rädchen ich I know which buttons to push with women, du right? Verdammter! Ich muss weg.
komm mir nie wieder unter die Augen. Wenn deine dreckigen Finger mich noch einmal berühren, dann... Ah! Ich war's nicht, natürlich. P, yes, P was there too. We got the broken mirror. But we calibrated her with 69 because it doesn't matter, I think, which number we chose. If so, there would have been the game would have complained about it. We got the super power bank. Okay. Now we get back to Nari. Which she previously accused to be a ladyboy. That was a fun fact too. Du hast dich auch genau an die vorgegebenen Werte gehalten? Aber hallo. Gut. Wir hatten ein paar P-Versionen, die seltsame Züge entwickelt haben, als wir ihren Charakter eingestellt haben. Wir mussten sie vernichten, bevor Schlimmeres passierte. Oh. Also, yo, Kirito! Kirito 13, he's from America too. Ich habe eigentlich die Regel, dass ich nur mit richtig großen Nerds ausgehe. Ich meine, du bist offensichtlich ein toller Cosplayer und auch ein toller Typ, aber nicht halb so nerdig wie ich. Bin ich wohl. Ach ja? Was war denn in den 80ern die bekannteste Spielekonsole? Das Super Megaton. Das stimmt. Und wie viele Farben hatte das Super Megaton? 16. Korrekt. Und das seltenste Spiel ist... Treasure Loot Terry. Wow, alles richtig. Wow. Larry, du bist ein Obernerd. Endlich weiß jemand, meine Fähigkeiten zu schätzen. Ich brauche noch den ultimativen Beweis, dass du richtig große Nerd-Credibility besitzt. Bring yesterday, mir when Foto I... von Treasure Loot Terry. Because I'm streaming on different platforms and I'm promoting games and I'm creating content in the form of videos, and I'm sending when I'm done with streaming, after the stream and everything is proceeded, I'm sending out the videos. And the fun fact is that the German publisher of this game is 20 kilometers away from my home. So they are really close to where I live. And we are talking over emails and Facebook. I did send him the videos yesterday and they told him that most of my viewers and my community are older people, and we had such great conversations yesterday about the previous parts, like Larry Casino and those from the 80s and 90s, which a lot of us played back in the days. And that was pretty funny because I told him that the people who watched me playing the game we had so much fun with it. And we had a nice conversation about the parts we played in our youth. The funny thing is that two of them switched over because I think because of the pandemic, they worked previously on Calypso Media, which is a big publisher here in Germany. And they both recognized me, and they're both working now for Assembly, which is the publisher here in Germany for this game. And they said, hey, Ralle, do you remember me? And I was like, yeah, of course I do, because I worked close with them on Calypso. That was really funny, because they sent me the copy of the game to promote it. Prune office, talk to Nari.
Ich brauche noch den ultimativen Beweis, dass du richtig große Nerd-Credibility besitzt. Bring mir ein Modul von Treasure Loot Terry. Nichts leichter als das. Und wenn du das geschafft hast, können wir abnerden. Oh yes, Baby, we are so ready. Ich brauche noch... Bring mir... Und wenn du... Okay, Oh, nice. Yeah, I think that in that case, that's just a bureau, an office where they are located. I don't think there's something interested to see because most of their work is done over the telephone, right? That's what publishers are doing, connecting people. Now we go to Lefty's. Oh, okay. Ah, because Sierra, yeah, I got it. Nice. A fake beer, yeah. I thought so. Wait, we still have this. Der könnte tatsächlich etwas getrimmt werden. Was ist das? Ein Stromkasten? Das passt perfekt in die Aussparung. Wow! Schon wieder so ein merkwürdiges Erdbeben. Manhole Cover. Beam mich hoch, Scotty. Oh, es funktioniert wieder. die Batterie versorgt Licht und Fahrstuhl wieder mit Strom. Was für Dinge hier unten wohl verborgen sind? Ich sollte mich ein wenig umschauen. Got a remote control. Yeah, right. He looks fine to me. Guten Morgen, Schweini. Da muss ein Stift sein. Da muss irgendwo ein Stift sein. Ein Pencil. Pick up pencil on left. On left? On left ist links, oder? Chainsaw Fuel brauchen wir auf jeden Fall auch. Wie immer, falsches Spiel. Batteries. Hoffentlich bekomme ich keinen Schlag. Wenn ich meine entladen könnte, um dir eine zu verpassen, ich würde es tun. Ey, was soll das denn? Pencil. Okay, wir brauchen einen Pencil.
Somewhere is a pencil. Hallo, Betrayal, guten Morgen. Da, Pencil, da ist er. Na, alles frisch. Oh no, that is my bot. That is my bot, Tiny. That is my bot. She's advertising my channel. Maybe I should change it. Let me adjust that. Give me a second, guys. Was streamst du denn feines heute, Betrayal? Let me check where I can adjust it. Give me a second. I have to dive into my bot settings. Find it in mix it up, give me a second. Hallo Maddie habe ich aber auch schon gehört, den Namen. Chat themes and colors. Don't worry. It's okay. I was about to change that anyways. Weiß es jemand aus dem Kopf, wo ich in mix it up? Genau. Alle Dude, und bei dir? Ich suche gerade in Mixit ab, wo ich die Language wechsle. Ich war schon ewig nicht mehr in den Settings. Das ist aber schön, dass du da einen Weg hergefunden hast. Wie gefällt es dir denn auf Trovo, Maddie? Ganz entspannt ins Wochenende hier auch. Ist ja noch früh. Languages requires restart. Da. German. Okay, now we need to find. Let me restart, mix it up first. Give me a second. Was it follow on YouTube, right? Ja, wenn man so wie ich da das ganz logge macht, der Betrayal glaube ich auch, ohne dass man wie andere nur dem Geld hinterher häschelt, dann I say good night for now, see you soon. Okay, Doki, Tiny, thanks for hanging with us, hope you had a little bit of fun and see you soon, catch you later, right? Ganz locker, Maddie. Mir gefällt es halt hier besser und wir mussten sowieso überall neu anfangen, weißt du ja, Mixer zugemacht und ich hatte halt alles mal ausprobiert. You are welcome, buddy. Sleep well and catch you later. Ich hatte D-Live schon vorher mal ausprobiert. Das Problem, was ich hatte, Maddie, war, dass ich halt nicht zweigleisig gefahren bin vorher. Sprich, ich hätte mich früher mit auf eine andere Plattform orientieren müssen, wo ich hatte ja das Gefühl schon lange, dass Mixer zumacht, aber habe mich halt nie darum gekümmert, weil es mir ehrlich gesagt ziemlich latte war. Und dann ist man natürlich ins kalte Wasser geschmissen worden, wo Mixer auf einmal zu war. Also ist man rüber zu Twitch, wo ich nie hin wollte, weil es mir da absolut nicht gefällt. Und zu der Zeit kam dann aber auch Trovo raus, also habe ich dann auf beiden und ich streame auch jetzt zeitgleich sowohl auf Twitch als auch auf Trovo. Dankeschön, Spidey. Und hier gefällt es mir echt gut, hier ist es alles ziemlich locker. Und du, das wird wachsen, die Plattform ist neu, die Plattform wird
langsam groß werden. Und ich bin jetzt sogar in dieses Trovo 500-Programm reingerutscht, womit ich nie gerechnet habe. Und das gibt mir ein kleines Beibrot. Dann kann ich auch meine Software, meine Hardware ein bisschen ausbauen. Das ist ja auch was Feines. Kann mir ein paar Spiele holen. Path of Exile. Nice. Dota. Okay, jetzt müssen wir mal gerade bei Mixit Up. Was waren das? Timed Hinweise wahrscheinlich, ne? YouTube, da müsste es sein. Befehl anpassen. Chat Message. Ja. Follow Ralle on YouTube. Okay, that's better, right? Follow Ralle on YouTube. Not that I care, but okay. Hey King Kabel, guten Morgen. Haben wir denn jetzt, we still got any English followers here, audience? If not, we are... Weiß nicht, ob ihr damit klarkommt, inwieweit euer Englisch gut ist. Mir ist es ziemlich latte, ob ich jetzt in Englisch oder in Deutsch lese. Ich finde das ein ganz guter Kompromiss. Ich habe es jetzt im Moment so eingestellt, dass die On-Screen-Texte in Englisch sind und die Audio in Deutsch. Ich kann es aber auch wieder zurückwechseln. Ich richte mich da nach euch. Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich latte. Text Englisch, Voice-Over Deutsch. Ich komme mit beidem klar. Wir haben die Remote Control aufgenommen. Wir haben den Kettensägen-Sprit aufgenommen. Wir haben die Batterien aufgenommen und wir haben den Stift aufgenommen. USB-Stick. Erin trimmt damit ihren Erdbeeren. Eine Kassette. Was haben wir da jetzt? Eine Kassette. Bis dann, Betrayal. Auf der Kassette steht Code für die Geheimtür. Hast Marvel immer... Ah, Marvel war ja ein Grind, hast du gesagt, ne? Genau. Okay, jetzt kombinieren wir die Kassette. Schweini, bist du ready heute? Jetzt sollte man sie wieder anhören können. Genau. Jetzt haben wir nämlich eine zurückgespulte Kassette. Die Kassette ist jetzt wieder zurückgespult. Da ist keine Kassette drin. So sollte es gehen. So, jetzt haben wir die Kassette in den Ghetto Blaster getan. Wir haben die Katakomben verriegelt. Das Experiment ist gescheitert. Subjekt Nummer 4 ist unzurechnungsfähig und unkontrollierbar geworden. Es wird davon abgeraten, die Geheimtür jemals wieder zu entriegeln. Sollte es dennoch notwendig werden, muss die Fernbedienung auf den Computer gerichtet und folgender Zahlencode eingegeben werden. 1, 2, 3. Oh mein Gott. 4. Bestimmt noch eine 5. Eine 6 vielleicht. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. Das war sehr seltsam. Das war wirklich seltsam.
So, jetzt haben wir die Batterien in die Fernbedienung getan. Alter, was mache ich denn? Wir haben eine aufgeladene Fernbedienung bekommen. Und die sollen wir jetzt am Computer benutzen. Wo ist der Computer? Da. Okay, dann wollen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Teletext. Teletext, lol. Fünf. Oh, was denn jetzt? Dahinter ist ja ein Raum. Oh, 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 oh. Treasure Loot Terry, geilo, da haben wir es. Zack. Wieder zurück zum Labor. Da ist ja der geile Brudi. Guten Morgen, Brudi. Ja, muss ja, ne? Einer muss sich ja hier um die Mädels. Die Genie war schon auch ganz aufgeregt. Larry, mein Held. Was geht, Brudi? Hat der Camembert gemundet? Lass ich überlegen. Jetzt hat der Brudi mich ganz durcheinander. Bist du noch im Truck? Da ist der Brudi. Guck mal, überall. Geilo. Ja, genau. Wir brauchen nämlich Watchtime. Also schön alle auch auf Trovo abhängen und rumidlen. Ich brauche Watchtime ohne Ende diesen Monat. Die haben das Tempo brutalstens angezogen. Also schön ruhig da ein bisschen abidlen. Eher wie auf Trovo. Auf Twitch ist es mir völlig Latte. Aber hier auf Trovo ist es mir echt eine Herzenssache. Lefty, ne? Lefty. Genau, wir gehen nach Lefty und dann in den Backroom. Was war das denn für ein Erdbeben vorhin? Hat sich keine Ahnung, so angehört, Lefty. Als käme es direkt von unter der Straße. Keine Ahnung, wovon du redest. War schon wieder ein Erdbeben? Hm. Meine prächtigste Jagdtrophäe hat es jedenfalls nicht überlebt. Oh nein. Ja, schon wieder der geile Larry. Hallo Brudi, guten Morgen. Immer noch. Wir haben hier noch einiges wegzumachen. Ich weiß nicht genau, wann dieser Point of No Return kommt, wo wir nicht weiterspielen können. Aber wir sind jetzt achievement-mäßig schon bei ungefähr ein Drittel, ne? Genau, 10 Chivos haben wir noch. Aber du siehst, wie du hier anhand der Achievements siehst, ist es nicht mehr viel. 2, 3 können wir noch machen. Und dann kommt dieser Point of No Return, wo wir festsitzen. Da gibt es so einen kleinen Bug. Ich wollte eigentlich über die 20.000 kommen. Bist morgen dabei bei Dingens? Morgen spielen wir wieder Golf fürs Friends. Oh, die Schweini übt schon. Der Schweini, guck mal, der heimlich übt. Schweini ist schon dabei. Geil.